sei gegrüßt. Ich habe euch wieder einmal etwas von meinem Fortschritt bei meinem Stiegenkörper zu zeigen. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt also so eine Zickzack-Stiege genauso eingebaut. Das heißt, Setzstufen und Trittstufen gehen ineinander über. Die Dicke kann man dann jeweils gemeinsam verändern. Das funktioniert nach wie vor praktisch mit allen Stufenarten, die ich euch jetzt zeige. Dann kann ich natürlich genauso wie vorher über das Menü einsteigen und diese Möglichkeiten aufgesattelt auffangen, nur Trittstufe freitragen. Ah, ich habe momentan wo angezogen. Genau, das muss ich auch noch erklären. So, okay. Stimmt, hat das T. Also ich kann hier ganz normal Trittstufe freitragend, Tritt- und Setzstufen, wobei man hier einen Übergang eingeben kann, wenn man will. Stahlbetonkörper mit Keilstufen, wobei hier diese Stufe extra einzutragen ist, weil die schon im Stufenbelag, also im Bodenbelag unten sitzt. Und da kann man dann praktisch sich an den Belag anpassen oder eben was Extras vergeben. Betonkörper mit Trittstufen. Betonkörper mit Tritt- und Setzstufen, wobei auch hier wieder ein Überhang möglich ist. Trittstufen aufgesattelt auf Wangen, aufgesattelt auf Mittelwange, eingestemmt in Wangen. Das habe ich jetzt nur sehr plump angenommen, damit ich mich beim Programmieren leicht tue. Aha, hier habe ich noch irgendeinen Bug drinnen, interessant. Tritt- und Setzstufen aufgesattelt auf Wangen. Das heißt, wenn man das von der Unterseite dann ansieht, sieht man rein. Eingestemmt. Mit Tritt- und Setzstufen. Auch mit einem Überhang möglich. Stahlbetonkörper mit gezackter Untersicht. Also wenn man das alles in einem durchbetonieren würde. Und Tritt- und Setzstufen. Beides aufgesattelt auf einer Mittelwange. Also diese Möglichkeiten gibt es jetzt. So, Tritt- und Setzstufen. Wenn ich also eine Mittelwange habe, kann ich dann noch sagen, ob die Mittelwange unter der Stiegenachse verläuft oder unter der G-Linie. Das kann ich hier umschalten. Normalerweise brauche ich aber hier gar nicht rein, weil ich habe hier einen weiteren Anfasser eingebaut und hier kann man die Sache durchschalten. Alle 20 cm kommt eine andere Darstellung. Also hier zum Beispiel die reine Stahlbetonstiege mit Tritt- und Setzstufen. Mit Tritt- und Setzstufen, so. Offensichtlich habe ich hier noch irgendwo einen Fehler. Muss ich noch. Ich habe mittlerweile relativ viele Zeilen drin. Gut. 2018 muss ich dann noch nachschauen. Dann. Mittelwange aufgesattelt, Mittelwange eingestemmt, aufgesattelt mit Tritt- und Setzstufen, eingestemmt mit Tritt- und Setzstufen und diese dann auch noch komplett nur die Trittstufen. Also es ist so, wenn ich hier ranziehe und auf 0 gehe, dann kann ich es über das interne Menü steuern. Wenn ich anziehe und etwas anderes als 0 eingebe, dann habe ich eben die Einstellungsmöglichkeit direkt hier in 3D. Und sonst, wie gesagt, all diese Stufenformen sind nach wie vor auch hier möglich. Man kann hier ohne weiteres die Sache einfach durchgehen. Also wie gesagt, alle 20 cm springt es dann in eine der momentan eingebauten Möglichkeiten. Sonst die Funktionalität ist gleich geblieben, das heißt, man setzt sich das Ding ein, man stellt den Winkel ein, man nimmt eben, ja, hier,
Man nimmt eben in der Reihenfolge der Arbeiten eben den Höhenpunkt und nimmt den Höhenpunkt eben auf die Oberkante der nächsten Decke. Wenn es um 0 eingesetzt wird, ist es automatisch in der richtigen Höhenlage. Man könnte es auch relativ leicht an die Geschosshöhen, die hier drinnen sind, dranhängen, aber das habe ich jetzt mal nicht getan, weil das wirklich keine Arbeit ist, jetzt diesen Punkt zu schnappen und sich an irgendeine Decke anzupassen. Und manchmal hat man ja auch Deckenhöhensprünge, also kleinere. Ich habe noch keine Fehlerbehandlung eingebaut, das heißt, wenn man hier zu klein reingeht, dann bekommt man Müll raus. Das heißt, ab einer gewissen Höhe beginnt das Ganze zu funktionieren. Aber das sieht man dann ja auch. Das heißt, es gibt eine Mindestanzahl der Stufen, die benötigt werden. Und man sieht, es wächst wunderbar mit. Im Grundriss kann ich nach wie vor einzelne Dinge verziehen. Wenn ich das will. Das geht dann eben automatisch mit. Man sieht es hier schön. Das heißt, man kann sich ein Grundriss Dinge anpassen. Was ich auch schon noch drinnen habe, aber das bin ich ziemlich sicher, dass ich mal rauswerfen werde, ist diese Funktion. Das heißt, ob man das jemals braucht, dass da die Innenstufen extra reingezogen werden können und ob dann der Beton unten mitgehen muss oder nicht, ist dann die Frage. Also, all diese Funktionen sind nach wie vor vorhanden. Wie gesagt, da kann man ranziehen, ob das dann rauskommen muss, ist eine andere Frage, ob man das haben will. Es könnte mal ein Gag sein, wo man dann Blumentöpfe raufstellt oder so, aber wozu braucht man das dann? Gut, es war für mich zum Programmieren ganz interessant, es zu versuchen. Also man kann wirklich relativ frei und kreativ mit dem Zeug arbeiten. Und wie gesagt, man kann auch jederzeit wieder in den Auspackungspunkt zurück, weil schwarze Hotspots vorhanden sind. Man kann sich da anpassen. Und hat wieder eine gerade durchgehende Stiege. Hier habe ich noch Punkte drin, die ich noch rausgeben muss. Ich habe nämlich immer zu berechnen und einzelne Punkte, kleine Kreischen herzeichnen lassen, die ich dann ausgeschalten habe. Da tut man sich leichter beim Programmieren. Gut, im Grundriss habe ich diesen Anfasser ebenfalls. Das heißt, wenn ich hier anziehe, steht dann immer hier, was es ist. Also welche Konstruktionsart ich dann gewählt habe. Oder wie gesagt, wenn ich auf 0 gehe, also wenn ich den Punkt hier auf 0 setze, String hat das T, kann ich durchaus hier ganz normal wieder rein. Die anderen Dinge, Setzstufendicke zum Beispiel, habe ich jetzt im übrigen Beispiel, wie man hier sieht, auf 8 cm, 2 und es wird dünn. Das heißt, es ist alles angepasst. Stufendicke bei Lackstufenhöhe 2. Also man könnte dann durchaus wahrscheinlich so eine gebogene Metalltreppe auch simulieren. Wäre kein Problem. So, gerade wieder mal, um den Fortschritt zu zeigen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, oder was noch davon übrig ist vom 8. Dezember.